So, und dann herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Gameplay von God of War auf Herausforderung bzw. auf Schwer. Ich bin von Lühe, Gameplays als Hobby und ja, wie wir sehen, habe ich eine Weile Niflheim rumgemacht, sage ich jetzt mal, habe ein bisschen was gesammelt. Jetzt habe ich hier immerhin schon mal die komplette Rüstung von Niflheim. Ich wollte euch das Ganze natürlich ersparen. Ich bin so oft auch wieder gestorben und habe alles verloren, was ich gesammelt habe. Das dauert zu lang, um das zu filmen. Das wird langweilig. Jetzt habe ich gerade in der Mitte der Welt eine Walküre gefunden. Die habe ich eben gerade mit einem Schlag nur angegriffen. Also, ist noch nichts passiert. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich weiß es nicht. Ich habe eigentlich noch die halbe Zeit, sage ich jetzt mal, die Platz zu machen. Mal gucken, ob wir es überhaupt hinkriegen. Wir werden sehen. Scheiße, das kann die auch noch. Scheiße. Jawohl. Direkt beim ersten Mal. Aber ich habe nicht mehr Zeit, viel Zeit zum Leben. Aber ich hab's geschafft. Freiheit. Ja, du bist jetzt frei. Meine Schwestern, ist ihnen dasselbe widerfahren? Ja, aber wir retten sie. Ihr beide seid sehr tapfer. Ich wünsche euch Glück. Valhall wartet. Beide? Sie hat mich nicht mal bemerkt. Das Blöde ist, ich werde jetzt sterben. Ui. Oh, doch wieder volle Zeit. Das ist geil. Sie sind harte Gegner. Das ist gut für dich. Weißt du, die meisten Eltern möchten, dass ihre Kinder nachts gut schlafen. Oh, die Zeit läuft ab. Schwinger der Gefallenen. Im Menü anzeigen. Moderate Bonusaktivierungsschutz auf Valkyrenkraft. Das kennen wir doch schon. Hm.
Ach so, okay, ich verstehe. Egal, brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Schon wieder epischer Zauber, Herz der Valkyrie. Sehr geringe Bundesaktivierungschance bei jedem erfolgreichen Waffentreffer. Schutz der Valkyrie mit 50% Resistenz gegen alle Staatseffekte und Taumeln durch gegnerische Angriffe zu gewähren. Ui. Da weiß man schon irgendwann schon gar nicht mehr, was man mal nehmen soll. Was haben wir hier? Kyras der Valkyrie. Ah ja, okay. Oh, das sieht aber cool aus. Aber sie ist schwächer, aber es gibt natürlich auch wiederum sehr viel dazu, ne? Naja. Okay. Gibt's hier keine Truhen oder sowas? Von wo bin ich jetzt überhaupt gekommen? Ich glaube von dort. Hier geht's generell nirgends hin. Okay, gehen wir hier lang. Na, das ist ja cool. Jetzt habe ich die Valkyrie gefunden und auch direkt beim ersten Mal geschafft. Geil. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. So, wir gehen einfach mal raus. Nur mal so zum Speichern. Wunderbar. Angeblich bergen die Weltenrisse ein schreckliches Geheimnis, das Ivaldi verschwieg. Aber wer weiß das schon? Zwerge sind seltsam. Und okay. Ja, ich weiß, ich bin einer. Das wäre natürlich besser als das, was ich anhab. Aber wiederum, egal. Manchmal ist es klüger, doch nichts zu kaufen. Okay. Dann beende ich jetzt wieder die Aufnahme und sammle hier weiter dieses Nebel-Echo-Kram, weil ich will hier noch ein bisschen was machen. Und jetzt passiert hier sowieso nichts mehr, also da verpasst ihr nichts mehr. Außer meine Rüstung, die hat sich halt eben verbessert. Aber gut, okay, das ist jetzt nicht so wild. Vom Spiel selber habt ihr jetzt nichts verpasst. Okay, wir sehen uns wieder. Auf Wiedersehen.